Jo, willkommen zurück bei ATS 2 Singleplayer Schweizerdeutsch. Wir sind kurz vor Madrid und immer noch auf der Überholspur. Von 100 Kilometer. Ja, nächste Woche, wenn ich Ferien habe, dann wird einiges mehr gehen. Natürlich eben mit Aufladen und mehr Zeit zum Aufnehmen. Und da kommt auch ein bisschen mehr. Wieder ein bisschen andere Sachen noch. Ja, auf die Projekte, die ich im Laufen habe. Weil 700 Projekte angefangen und ich sollte auch mal etwas fertig machen. Das wäre natürlich auch mal eine coole Sache. Aber eben die Arbeit. Und dann muss ich halt aufnehmen, wenn es halt so zu wird. Und das ist halt nicht immer möglich. Was ich mal tagelang wirklich keine Zeit habe. Dass ich da gelangen auf einer Kazita zu öffnen. Je nachdem, wie ich arbeite. Und dann muss man es halt nehmen, wie es kommt. Aber eben noch schon eine gute Zeit. Später wird ja mit den Kollegen zusammen dann wieder öffnen. Und dann wirklich mehr Zeit, dann können wir auch ein bisschen stundenlang, sage ich mal, anhocken und zocken und Teufel werden. So, ne? Und mit dem Edelabend vorne. Nur ein Tier hier ohne Baustelle. Sie stellen eine Baumaschine an, 200 Meter eine Baumaschine. Und dann sieht sie sich hier, sie wird es schaffen. Das war doch nicht da. Oder haben wir mich da gewischt? Ja, das Hild drauf, ein paar Kampagnen. Ja, eben modsmäßig nochmal um auf das Thema zu kommen. Also Lastwagen-Mods will ich auf alle Fälle noch ausprobieren. Und ja, so verschiedene, soll ich sagen, Sachen, die du einbauen kannst, sei es Motoren oder andere Zusätze, vielleicht so Sachen ausprobieren. Firmenmäßig, so Firmenmods eventuell. Aber trailermäßig, das lohne ich glaube ich mal im Moment. Das hasse ich, wenn es da Sekunden am Stoppen. Eben so Sachen vielleicht noch. Mal schauen, eben Trailer, dort vielleicht noch irgendetwas mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob da verschiedene Trailermods untereinander harmonieren. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das müssen wir uns probieren. Aber mit der Map, die bleibt dann standardmäßig drinnen einfach. Weil die finde ich einfach mega cool. Da kann man nur sagen, super Dankeschön an den Entwickler von dieser Map. Weil das ist wirklich mega mäßig geil. Wie es die Jugend heute so sagt. Wenn wir das früher gesagt hätten, wir hätten, also ich sag's jetzt wirklich wortwörtlich, eine auf die Schnur bekommen. Und gesagt hätten, boah, ist das geil, ey.
Da hätte mir sowas heiße in die Tasche hineinbekommen. Das so etwas hätte, hätte mir uns alle Zeit nie erleben dürfen. Nie im Leben. Jetzt kann ich. Jetzt mache ich schnell die Frage. Ich habe ja noch Zeit. Zum Abliefern. Jetzt mache ich schnell die Fragezeichen. Das ist irgendwie Standard bei mir. Wenn ich in eine Stadt reinkomme, um Zeit haben also zum Abliefern natürlich lang. Dann frage ich immer zuerst runter. Ein Schweinehund, du wartest. Ja, wenn mir das früher gesagt hätte, das hätte recht gescheppert. So etwas hätte mir nie getraut, aus dem Haus zu nehmen. Aber heute ist ja das, ich sage jetzt einmal Standort. Hey, ist das geil, hey. Ja. Jetzt, sagen, warte ich. Ja. Ja, ich darf heute am Kreisel bauen, muss ich sagen. Aber das ist natürlich schon ein gutes System, muss ich sagen. Das haben wir ja bei, das ist ja heute eigentlich Standard, dass sie überall, wo es möglich ist, eine Kreisel anpflanzen. Das ist ja bei uns genau dasselbe. Da, wo dann noch keiner kam, ist, da bist du minutenlang, sagen wir, Feuer oben von der, minutenlang da gestanden. Hat natürlich keine Ampel da bei uns im Kopf. Aber du bist ewig lang gestanden, bis einmal durch, da hast du dann mit dem Kreisel da kannst du nur schön reinfahren und ja. Oh, fuck you! Scheiß die Wand an. Ja gut, zum Glück noch mal die Lastwagen. Oh je, das ist jetzt nicht die Operator, das. Ist das der Schisszentrum? Hier einparken, da ist mir hier immer so eine Sache. Und hier auch auf dem Parkplatz steuern, das machen wir bescheiden am Arsch. Ja, da geht es. Gut, eventuell. Aber ja, da oben, das ist eigentlich fast nicht möglich. Machen wir das so, bevor wir noch mehr Schaden anrichten. Jetzt halt für sie parken, kein Points Schaden abtun. Wäre jetzt eine coole Sache gewesen. Garagen. Fahrermanagement. Macht Joshua. Und da ist noch unterwegs. Garage. Schönes, also da sind wir voll drin. Ja, der kommt da auch langsam, bringt Plus rein. Also. Das dürfte ja nicht das Problem sein.
Jo, jetzt sind wir doch schon einmal ordentlich ein bisschen rumgefahren. Jetzt sind wir in Madrid. Ja, es wird uns noch überall anschlagen. Also, noch machen wir hier mal kurzes Päuschen, Scheiß. Hier ist der Fahnen, die Garage. Können wir schnell die Garage führen? Dann mit der Partner empfangen mit Reparatur und mal schauen, vielleicht ist hier irgendetwas im Petto, das wir einbauen können. Zwar nicht so. Riesige Kohle. Aber da sagen wir 3.000-4.000 Reparaturen. 2.000, das geht noch. Was geht denn? Ausrüstung. Level 8 Pizzakabine, dann Level 10. Gut, da könnten wir jetzt nicht mehr, aber das lernen wir mal. Da kommen wir gut voran mit unserem 1.000 PS Motor. Namensschild, das ist doch cool. Und zwar heißen wir doch immer mal Mayfield. Ist ja nur so ein Pseudonym. Es setzt sich ja zusammen, also das heißt, normalerweise wird es. Also in Schweizerdeutsch wird es ja ähnlich, also wenn man es ins Deutsche übersetzt, muss ich es so sagen, das Mayfield. Ja, dann kommt man auf einen Namen. Wie soll ich sagen? Ist eine Ortschaft in der Schweiz, wo ich ganz gerne hingehe, weil die Gegend gefällt mir einfach unheimlich und bin ich früher schon öfters gesehen. Ferien gemacht oder Leute, die ich kenne, besucht habe. Und das ist ja eigentlich eine Ortschaft in der Schweiz, das Mayfield. Ja, im Amerikanischen gibt es ja einen Typen, der Mayfield heißen. Ist das doch naheliegend, dass ich das so auf dem Schweizerdeutsch übernommen habe. Und da sind wir natürlich Schweiz. Ist doch ganz klar. Bestellen. Oh, warte, jetzt habe ich auch noch alle schauen, was es sonst hat. Was haben wir da unten? Ja, da sind wir. Gut, da könnte ich jetzt noch Lichtli montieren, aber das lernen wir mal. Da sieht auch noch ein Tantenstuss. Da oben drauf, das lernen wir auch. Ja, rundum läuft. Und hier sollte man im Prinzip gar nicht montieren. Gut, montieren schon, aber ich benutze es nicht. Sagen wir es doch so. Da gibt es noch keine neue Menü. Sagen wir, da gibt es neue. Machen wir das Bäder. Spiegelmäßig. Gibt's einen, da haben wir noch nicht. Also, dann haben wir das. Und tschüss zusammen. Lackieren. Ja, da hat es natürlich schon geile Lackierungen. Muss ich sagen. Aber das lernen wir mal noch, wenn wir mehr haben. Dann werden wir da auch ein bisschen mehr investieren. Gut. Jetzt da hier der Stock. Gut, wenn, dann müsst ihr auch gleich hier hin. Ja, 7 Stunden wäre das ein bisschen.
Jetzt gehen wir schnell mal auf die Lautkarte. Madrid, was mag? Mal schauen, was die Magen dort haben. Etwas Gescheites hoffentlich. Nach Bilbao, das gibt natürlich ordentlich Cash. Das sieht gut aus. Aber wir machen jetzt hier mal schnell ein Päuschen. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber das sieht gut aus, das nicht irgendwo. Also, dann sagen wir danke fürs Zuschauen und tschüss zusammen.